Ich möchte dir jetzt einmal eine Frage stellen, die du dir eigentlich letztendlich selbst beantworten musst, weil ich frage ja letztendlich oder ich erkläre oder ich spreche immer nur mit dem Geist, der sich dieses Gespräch jetzt ausdenkt, der sich letztendlich alles ausdenkt, was er sich ausdenkt. Die Frage lautet, was ist in dir, querstrich mir, was ist in mir drin, dass ich die einfachsten Erkenntnisse von Holofeeling nicht wahrhaben will? Was ist das in mir, was sich so massiv weigert, das als einzig richtig, hundertprozentig richtig und recht anzusehen, was ich, Geist, hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann? Wovor habe ich Angst? Und immer mehr daran denken, wenn ich sage, ich erkläre es dem Geist, der mich jetzt ausdenkt, ist es eigentlich ein Selbstgespräch, weil ich denke mir jetzt dieses Gespräch aus. Ich denke mir jetzt den Udo aus. Ich denke mir jetzt mich selbst aus. Ich denke mich selbst. An was denke ich, wenn ich an mich denke? An den Trockennasenaffen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Genau. Was ist die Ursache, dass ich jetzt an einen ganz bestimmten Trockennasenaffen, an einen ganz bestimmten Körper, an einen ganz bestimmten Menschen denke? Und wir beide wissen ja mittlerweile oder wir sollten mittlerweile verstanden haben, dass ein Mensch etwas anderes ist wie ein menschlicher Körper, wie eine Person. Der Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte. Diese große Erkenntnis streicht eigentlich deine ganze Schulmedizin schon weg. Weil die versuchen, Personen am Leben zu erhalten, wissen nicht einmal, was ein Mensch ist. Vom Säugling bis zum Greis, sage ich immer. Das ist im ersten Moment ist das sehr erschreckend. Und wenn ich jetzt behaupte, und ich rede jetzt wieder in einer Du-Form, ich spreche jetzt ganz gezielt dich, Geist, an. Ich behaupte, du bist ein Gott. Und ich beweise das hier und jetzt sofort auf der Stelle mit einem Akt von Selbsterkenntnis, indem ich schlichtweg und sage, wir setzen das Wort Gott einfach für Schöpfer. Und es ist hundertprozentig sicher, dass jeden Gedanken, den du denkst, erschaffst du in dir eine Information und diese von dir erschaffene Information ist in einem gewissen Maß etwas, was du aus dir selbst herausschöpfst. Egal an was du jetzt denkst, es entsteht in dir eine Information. Das wiederhole ich immer und immer wieder. Und du bist der Einzige, du Geist bist der Einzige, der das sieht und erlebt, was du selber in dir erschaffst. Du bist der Einzige, der deine Informationen wahrnehmen kann. Es gibt keinen anderen. Das ist der Satz, einen Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt hundertprozentig sicher deine Information. Das schreibt dir sogar jetzt dein vollkommen geistlos nachgeäffter naturwissenschaftlicher Glaube vor, dass es so ist. Das bezieht sich übrigens auch, ich wiederhole nochmal, auf alle von dir sinnlich gemachten Wahrnehmungen, sinnlich wahrgenommenen Wahrnehmungen. Du holst es nur auf deine VR-Brille. Was ist in dir drin, dass du das nicht glauben willst? Dass du so felsenfest davon überzeugt bist, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Zum Beispiel mit einem heliozentrischen Weltbild. Oder zum Beispiel, dass jetzt gerade hier und jetzt in die Vergangenheit gedacht, irgendein jetzt ausgedachter Lautsprecher Schallwellen ausstrahlt und die Geräusche heliozentrisches Weltbild von sich gegeben hat. Bist du dir sicher, dass du außen ein Lautsprecher warst, dass du das in der Vergangenheit gehört hast? Gute Dieser Frage. ständige Wechsel im Hier und Jetzt, das Umformen der Gnade, wie ich das nenne, verändert alles. Und bevor du das nicht jeden Moment bewusst in dir erkennst, dass es so ist, dass es die einzige wirkliche Wahrheit ist, wirst du leiden. Es ist immer eine Sache, mach dir keine Gedanken um irgendwelche Menschen, die du dir jetzt ausdenkst. Wie ich sage, die Affen gehen mir am Arsch vorbei, die du dir ausdenkst, weil das vergängliche Erscheinungen sind. Es sind Existierchen. Das gilt übrigens auch für den Körper, an den du denkst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst.
Wie war die Frage? Verdammt nochmal, was ist in mir, Bindestrich dir, weil ich ja behaupte, dass ich du bin. Ich denke mir jetzt nämlich dieses Gespräch aus. Ich denke mir jetzt den Udo aus. Ich denke mir jetzt aufgrund dieser Pixelmännchen auch noch einen Holger und eine Helene aus. So nenne ich die jetzt einfach einmal die Pixelmännchen. Und ich denke jetzt an mich selbst. Was ist jetzt die Ursache, dass wenn ich an mich denke, an einen ganz bestimmten Körper denke? Und ich jetzt ein ganz bestimmtes Bild auf meiner Farbbrille habe, einen ganz bestimmten Computer oder ein Handy, und wenn ich über den Rand des Handys bzw. des Computers schaue, sitze ich jetzt in einem ganz bestimmten Zimmer. Der Intellekt, das Programm. Das Verrückte ist, dass das nur immer, immer derselbe Geist erlebt. Das ist das, was jetzt hier auseinanderströmt, aber das eigentliche Thema vom heutigen Selbstgespräch, wir können uns das dann nochmal anschauen. Weil ich ja heute, immer daran denke, alles, was passiert, passiert heute. Und ich erwähne nochmal kurz, ohne das jetzt einzuschalten, wenn wir im Hebräischen der Tag schreiben oder ein Tag, ist es Ha-Yom. Dieses Ha als Vorsilbe ist der Artikel und Yom heißt Tag. Und dieser komplette Komplex Ha-Yom ist das hebräische Wort für heute. Man sieht eigentlich hier schon in dieser Ursprache, dass es nur heute gibt. Alles, was passiert, passiert heute. Und bei heute denken wir uns jetzt da wieder 24 Stunden aus. Und dann sehen wir plötzlich, heute ist es hell und es ist dunkel. Gleichzeitig. Da wechselt sich nichts ab. Das ist hundertprozentig sicher, was ich euch sage. Diese Abwechslung entsteht durch eine Verwechslung. Wenn du dir jetzt nämlich aufgrund eines geistlos nachgeäfften Wissens ein heliozentrisches Weltbild ausdenkst, und ich betone, du bist der, der sich das jetzt vorstellt, ausdenkt, weil man ihm erzählt hat, dass das da außen so ist. Und ich garantiere dir, egal wen du dir jetzt ausdenkst, diese Figur, auch wenn du die sinnlich wahrgenommen auf der Farbbrille realisierst, wenn der, der das behauptet, das beschwört, schwört an Meinheit, weil das noch nie ein Mensch gesehen hat. Dass immer eine Seite hell und eine Seite dunkel ist, gleichgültig, ob sich jetzt diese Kugel um diesen Kugelscheinwerfer, den wir Sonne nennen, herumdreht. Es wird die Seite, die dem Scheinwerfer zugewandt ist, hell sein und die gegenüberliegende Seite finster. Oder ob diese Kugel, die du dir jetzt ausdenkst, von einem Scheinwerfer angestrahlt wird und die sich dreht. Es bleibt eine Seite hell und eine dunkel. Wie kommst du darauf, dass sich hell und dunkel abwechseln? Die Lösung ist ganz einfach, weil du dich mit einem Affen verwechselst und du dir einredest, du befindest dich auf dieser Erdkugel, die sich dreht, und dann bist du einmal in der hellen Hälfte und einmal in der dunklen Hälfte. Und darum entsteht in dir dieses anscheinend chronologische Abwechslung von hell und dunkel. Es ist aber immer jetzt hell und es ist jetzt dunkel. Das ist das Spiel mit dem Sinus, mit dem großen Fall, dass ein Arithmetiker weiß, dass in einem Einheitskreis alle Blickwinkel gleichzeitig da sind, bis er geistlos nachimmt, dass man diese Blickwinkel nach außen in einer Form von einer Zeit- oder einer Raumkurve in Form eines Sinus darstellt. Und plötzlich ist hier Plus und hier ist Minus, obwohl ich im Einheitskreis sehe, dass die in der Transversalen übereinander stehen. Diese kleinen Fehler, ich sage, es darf kein Jota verloren gehen, auch nicht in meinen heiligen Schriften. Tausendmal erkläre ich dir jetzt in deiner modernen, momentanen Brösellogik, wenn du bei einer Internetadresse statt .de, .de machst, du legst den Punkt weg, wird diese Seite nicht in dir auftauchen. Holofeeling verknüpft alles, was überhaupt da ist. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema in dem Selbstgespräch. Das ist der Druck mit Schmerzen, mit Wollen. Wenn du viele Selbstgespräche hörst, frage ich dich jetzt, wie oft hast du gehört, dass ich dich jetzt mit der Frage, ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Es ist eine dumme Kategorie-2-Frage. Wie jede Frage, die du stellst, ob was richtig oder verkehrt ist, die ist gar nicht bewusst, dass du ein einseitiges, sprich ein entheiligtes Ergebnis haben willst. Das ist das ganze Thema mit den Polaritäten. Was ist besser, gesund oder krank, Licht oder Frieden? Du an mich. Sonnenschein oder Regen?
Tausendmal predige ich das vor, du hörst es. Man hat den Eindruck, man hat es verstanden. Wenn du das verstanden hättest, hättest du von nichts und niemandem mehr Angst. Schon gar nicht, dass du dich auflöst. Du würdest eine versuchen, irgendwas, was jetzt du als mein Besitz betrachtest, das möglichst lange am Leben halten zu wollen. Weil dann entwickelst du dich geistig nicht weiter. Wenn ich dir nicht ständig deinen ausgedachten Körper verhindert hätte, der jedes Mal neu ist, wenn du an deinen Körper denkst. Weil jedes Bild entsteht jetzt. Jeder Gedanke entsteht jetzt und er wird jetzt wieder zerstört. Wenn du das wirklich verstanden hättest, hätte ich deine Welt schon längst komplett verändert. Im letzten Selbstgespräch habe ich darauf hingewiesen, dass ich dich jetzt von einem Moment zum anderen in einer vollkommen neuen Welt wach werden lasse. Und du kannst überprüfen, dass du es noch nicht verstanden hast. Weil du mit einer absoluten Hartnäckigkeit, wenn du an dich denkst, an einen ganz bestimmten Körper denkst, der übrigens jedes Mal neu entsteht, wenn du an ihn denkst. Weil du meinst, ohne diesen Gedanken kannst du nichts erleben. Wenn mein Körper nicht geben würde, mein Gehirn wird es mich ja nicht geben. Ist vollkommen geistlos nachgeäfftes Trocken auf Wissen. Keiner stellt sich die Frage, wer denkt sich den Körper eigentlich aus? Was verändert sich an dem, der sich seinen Körper ausdenkt und sagt, dieser Gedanke bin ich und all meine anderen Gedanken bin ich nicht. Diese Information bin ich und alle anderen Informationen bin ich nicht. Und egal an was du denkst, ich behaupte, es ändert an dir selbst nicht das Geringste. Dein ganzes Jetzt ausgedachtes, in die Vergangenheit gedachtes, jetzt wohlgemerkt, in die Vergangenheit gedachtes Leben, das war nie in der Vergangenheit. Das ist das Verrückte. Und wenn du jetzt auf deine Verabrede reinschaust in den Raum, schaust du nicht in einen Raum, sondern du schaust in eine Traumwelt, in eine Halbkugel, in eine Kamera, was ein Gewölbe heißt, das letztendlich wie dein Gesichtsfeld nur aus zwei flachen Bildern. Ich mache jetzt das sehr einfach. Flachen Bildern entsteht. Und diese Zäpfchen in deinem Auge werden nicht außen von irgendwelchen Photonen oder Lichtwellen angeregt, sondern von innen. Jetzt muss ich natürlich das immer wieder trennen von deiner Logik. Das ist wie jetzt, dein Gehirn ist ein Computer und du hast da Verabrede an und dieses Chip, dieser Computer mit dem Programm steuert die Lämpchen auf der Verabrede. Ich gehe jetzt das bloß rum, deine Physiker sagen, du bist ein Trockennasenaffe mit deinen Augen und da außen sind irgendwelche Lichtquellen, die irgendwelche Objekte anstrahlen, die diese Objekte das Licht reflektieren und diese Licht oder Photonen fliegen auf dein Auge zu, treffen auf diese Stäbchen und Zäpfchen in deinen Auge, werden dort in elektrochemische Signale umgewandelt, gehen ins Gehirn rein und dann siehst du was. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Selbst der Materialismus schreibt dir vor, du kannst nur dann etwas wahrnehmen, wenn es sich in deinem Gehirn befindet, was auch immer in deinem Gehirn drin ist. Auch wenn der dann auf den Zeh steigt, auf das Bein, auf dem Fuß, den du dir jetzt ausdenkst, auf die Zehe steigt, dann spürst du den Schmerz erst, wenn das Signal über die Rezeptoren hochkommt und in deinem Gehirn drin ist. Du schmeckst erst dann was, das schmecken nicht deine Geschmackspapillen, sondern wenn irgendein Signal von den Geschmackspapillen ins Gehirn reingeht, in den Thalamus. Schlafzimmer übrigens auf Lateinisch. Das erzähle ich immer und immer wieder und du vergisst es. Ich werfe jetzt das wohlgemerkt dem Geist vor, der schon sehr lange, vielleicht 20 Jahre Holofilling studiert. Einer, der das erste Mal oder vielleicht bloß 10 Mal gehört hat, dem sei vergeben. Was mir jetzt wichtig ist, dass dir klar sein muss, und ich komme jetzt zu dieser Welle zurück. Alles, was ich jetzt erzähle, ist auf hunderten Selbstgesprächen drauf. Es geht nur mit Wiederholen. Bitte geh meine Gedankengänge mit. Ich mühe mich unendlich als Brösel in deiner Traumwelt ab, wobei das Brösel bloß wieder ein Gedanke ist, kann sich ein Gedanke abmühen. Du kriegst eine komplett neue und andere Einstellung zu allen Dingen. Und es ist ein Spiel, das spielst du alleine. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt und deine Informationen erlebst bloß du. Also beginne zuerst einmal, dich als träumenden Geist zu setzen. Das heißt, du erschaffst alles, aber du kannst dir noch nicht raussuchen, was du erschaffst. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht, ein Pinsel malt ein Bild. Ein Computer baut in sich Geschichten auf. Weder der Computer noch der Pinsel noch der Kugelschreiber kann sich raussuchen, was er erschafft. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Und jetzt ist wichtig, bitte vergesst es nicht. Alles, was
geträumt, erschaffen wird, ist ein Dasein müssen. Du musst absolut jeden und alles, was du dir ausdenkst, freisprechen, weil es nicht anders sein kann, wie es von dir gedacht, wie es von dir erschaffen wird. In der Affen, der Schwerpunkt bei dem Wort Affen ist übrigens dieses AFF oder EFF. Die Effekte, die in dir auftauchen, das sind diese zwei Facetten. Da kommen die Affinitäten, die Spiegelungen her. Das Nachäffen. Das ist eine Schöpfung mit zwei Bündchen drüber, das sind diese zwei Facetten. Da müssen wir jetzt die Vatersprache verstehen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, wie du dich effender lösen kannst von vielen Problemen, die du nicht haben willst, dass du zuerst einmal begreifen musst, wenn ich immer sage, eine Welle. Eine Welle plus minus kann nur gleichzeitig austauchen, kommen niemals nacheinander. Das ist der erste große Trugschluss. Und da kommen auch, wenn du sinnlich wahrgenommene Informationen in dir erschaffst, in dir träumst, die entstehen nicht, weil irgendwelche Bilder von außen in Form oder Informationen, die du jetzt wahrnimmst, weil die in irgendeiner Art und Weise in Form von Lichtstrahlen, Photonen, Lichtwellen oder von Schallwellen auf dich geprasselt sind, auf dein Ohr, auf deine Augen und in dich reingegangen sind. Da spreche ich nur noch mal an, wenn du Einstein wirklich verstanden hast, diese Einstein-Formel beweist mit 100% arithmetischer Präzision, dass niemals von außen irgendein Licht zu deinem Auge hinfliegen kann. Wenn du jetzt Physiker oder Oberlehrer bist und du glaubst es nicht, dann komm zu mir. Musst du gar nicht kommen, lies den 8. Band, da erkläre ich das. Du machst den großen Fehler aller Menschen beim Wurzelbegriff, du lässt eine Seite weg. Das ist wieder dieses Weglassen in der Wurzel der einen Seite. Und das ist auch der Grund mit Krankheiten, wieso sich eventuell Krankheiten in dir ständig wiederholen. Sie sind zuerst einmal deshalb da, weil du sie denkst. Jetzt kannst du sagen, ich denke mir meine Schmerzen nicht absichtlich. Ich will sie ja nicht. Ich sage, das ist dein Problem. Liebe deine Feinde. Also pass auf, eine Sache, die ich immer wieder wiederhole, und du hast sie nicht verstanden, sonst wird sich das nicht wiederholen. Wir denken uns zuerst um eine Badewanne mit Wasser. Und das ist ein Wasserspiegel, ein Wasserspiegel. Und wenn wir jetzt aus irgendwelchen Gründen auch immer in diese Badewanne Wellen reinmachen, dann muss dir klar sein, die Wassermenge, ich nenne das einfach mal das Volumen an Wasser, das sich über diesen statischen Nullpegel heraushebt, exakt dasselbe Volumen wird unten fällen. Das heißt, arithmetisch gesehen, sobald ein Wellenberg auftaucht, entsteht unten unter der Nulllinie eine Ebene, wo kein Wasser ist, ein Nichts. Und es gleicht sich wie plus 5 minus 5 aus. Das heißt, selbst wenn da das größte Gewoge drin ist, ist arithmetisch gesehen, wenn wir plus und minus wie bei einer Fourier-Transformation gleichsetzen, bleibt es Null. Das ist die Gedankenwelle. Und jetzt, wenn ich meine Brille, da gibt es übrigens viele Videos auch und Erklärungen dazu, dass diese zwei Seiten sind nochmal die Welle und sobald wir uns zwei Seiten ausdenken, ist ja zwei diese zwei Seiten was Existierendes. Muss der Minusbereich auch zwei Seiten gespiegelt haben, da kommst du zu den vier Seiten vom Einheitskreis. Und sobald du dir die vier Seiten denkst, musst du das, was du denkst, was du heraushebst, muss nochmal gespiegelt im Minus sein. Das Prinzip, wo ich immer sage, von dir positiv und negativ. Kamera obscura. Das Obskure in Krishna, im Schwarzen und in dem Gewölbe in der Kamera. Das heißt, wenn du jetzt im Kino sitzt, und ich mache jetzt das nur ganz kurz, weil es immer jedes Mal sehr viele Möglichkeiten gibt, und du siehst einen Film, muss dir klar sein, jedes Bild, das vorne auf der Leinwand in dem normalen Kino auftaucht, muss im selben Moment äquivalent in dem Projektor, ob es jetzt das ein Videobeamer ist oder ein klassischer Filmprojektor. Es muss dieses Einzelbild, das auf der Leinwand ist, nochmal da sein in diesem Projektor. Das ist in dem Fall natürlich kein Negativ. Die Ursache liegt darin, weil die Lichtquelle auf einer Seite ist. Wenn du die Lichtquelle in der Mitte setzt, dann kriegst du dir positiv, dir negativ. In Bezug auf deinen Monitor ist jedes Einzelbild ist ein Arrangement von Lämpchen, Helligkeiten, die dargestellt werden in einer unendlichen Kette von 1 und 0. Und zu jedem Bild gehört im Hintergrund genau dieses
statische Arrangement, das wäre dann in dem Fall das Negative des Bildes, du auf dem Bildschirm dann siehst. Es gibt schlichtweg keinen Berg, der in Erscheinung, BRG heißt im Erwachten, im erweckten Geist. Es gibt keinen Berg, das hebräische Wort dafür ist übrigens nur HR, das sind nur, ist nur H und R, das He und das Resch. Und das hast du eine wahrgenommene Berechnung. Das ist das, was auftaucht, ist die wahrgenommene Berechnung. Du brauchst aber ja zu deiner Berechnung im Hintergrund die Form L, die Rechenregel, das wäre jetzt das Diagnegativ dazu. Und das verknüpfen wir jetzt einmal, was hat es mit Krankheiten zu tun? Und Gesundheiten. Also immer, wenn du an was denkst, wirst du eine Gedankenwelle auf, aber du schaust dir von der Gedankenwelle immer bloß eine Seite an. Das heißt, wenn du dich jetzt fragst, wie ist jetzt das eigentlich außen, hell oder dunkel, dann wirst du ihn wieder nur hell oder dunkel sehen. Natürlich, wir haben jetzt noch einen Übergang in der Dämmerung, aber bleib, versteh bitte, was ich sage. Die Ursache ist dein tiefer Glaube, dass du jetzt auf einer Erdkugel bist, wo sich hell und dunkel angeblich abwechseln, was ich gerade erklärt habe, das nicht der Fall ist. Es ist im tiefsten Innern, glaubst du, wenn du dir jetzt Gedanken machst, warum ist es hell? Ja, weil ich auf der hellen Hälfte dieser Erdkugel bin. Aber du bist nicht dieser Gedanke, der irgendwo auf einer Erdkugel ist. Es sind deine Informationen. Und dann ist im selben Moment die andere Seite da. Jetzt mache ich ein Beispiel, das ich nochmal aufgebracht habe. Ich erschaffe jetzt einmal was. Das, was auf deiner VR-Brille ist, was du in den Raum reinschaust, in deinen Traum, T-Raum heißt Spiegelraum, wo du rein, gespiegelt hineinschaust, ist immer deine Information, das ist immer hier. Egal, wo du dir das jetzt hindenkst, es muss hier sein, sonst kannst du es ja nicht wahrnehmen. Und wenn ich jetzt auf den Kopf tippe, der Kopf existiert natürlich auch bloß, darum redet man von einem roten Kopf. Und jetzt zeige ich dir, dass es immer geht um den Mangel der Unbewusstheit. Du musst eine Welle ganzheitlich anhängen, obwohl du momentan dich nur immer auf eine Seite fokussierst. Das heißt, wenn du jetzt den Kopf nach oben drehst, dann musst du natürlich zuerst den Kopf ausdenken, was du normal gar nicht magst, das wechseln ja nur deine Bilder, siehst du da oben eine Decke. Wahrscheinlich, wenn du dich jetzt in einem Raum, in einem Traum befindest, siehst du eine Decke. Die Ecke hast eine geöffnete Ecke. Du schaust in eine Ecke rein. Das sind die zwei Bilder, die eine Tiefe illusionieren. Und interessanterweise, das ist verbunden, solltest du dir Gedanken machen, auch wenn du außen bist, die Wolken oder die Sterne sind da oben. Oben. Was dir jetzt gar nicht klar ist, dass du zwangsläufig, wenn du was als Brösel, als Körper, als Mensch, normale Säule dir nach oben definierst, bist du ja zwangsläufig unten. Das ist jetzt die Seite, an die du gar nicht denkst, dass das Gefühl von oben, wenn du das definierst, gar nicht da wäre, wenn du dich nicht selber nach unten setzen würdest, denken würdest. Du denkst aber bloß, die Sterne oder die Wolke oder die Decke ist da oben. Das zu vervollkommnen, es geht ums Vervollkommnen, um den Heilungsprozess, musst du begreifen, dass du dann zwangsläufig unten bist. Stimmt ja eigentlich, ich bin unten, wenn ich mir was da oben hin denke. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn wir das um 180 Grad drehen? Dann schaust du nach unten zum Boden und dann wirst du feststellen, du lässt wieder eine Seite weg, dann bist du nämlich oben. Es ist die Frage, ist der, an den du denkst, wenn du dich denkst, selbst denkst, eigentlich oben oder unten? Wir haben gerade festgestellt, es hängt erst einmal davon ab, wo du dich hindenkst. Wenn du dir was ausdenkst und sagst, es ist da oben von mir weg, dann meine ich bin unten. Drehe ich mich aber jetzt nach unten um 180 Grad und ich sage, da unten am Boden liegt was, bin ich zwangsläufig oben, der schaut. Wo bist du eigentlich, oben oder unten? Du wirst feststellen, es ist nur, das sind die vier Seiten, du bist immer in der Mitte. Dasselbe ist jetzt, wenn ich mein Beispiel, ich greife ganz kurz auf, sobald du an irgendetwas denkst, zum Beispiel, wenn du ein Brillenträger bist, du denkst an deine Brille, dann taucht eine Welle auf, die nenne ich Brille, wobei es hochinteressant ist, schau das kleine Bild mit an, hat mir aber ein großes Bild diesmal, dass du eine Brille, die auftaucht im selben Moment, das ist wie eine Nicht-Brille erfordert. Was ist damit zu meinen? Dass also hier, wenn du an deine Brille denkst, taucht eine Gedankenwelle auf und es ist dieses minus 5, das Negativ und das Positiv. Und du schaust jetzt bloß hier, du denkst an die Brille. Jetzt ist die nächste Frage, jetzt machen wir zwei andere Seiten. Trägst du die Brille jetzt oder denkst du dir, dass die irgendwo da außen rum liegt? Das ist wieder ein Ja oder Nein. Aber um das festzustellen, dass du dir jetzt denkst,
ich denke an meine Brille, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich die auf der Nase oder ich habe sie irgendwo rumliegen. Das ist auch wieder ja oder nein. Und es war dann noch viel interessanter bei diesen Perspektiven, dass ich ja von meiner Brille rede. Sobald ich von meiner Brille rede, muss zwangsläufig auch eine andere Brille geben. Und dann gibt es nochmal Perspektiven. Das ist übrigens reichlich erklärt in den Selbstgesprächen. Schaue ich aus der Brille heraus oder rede ich von einer VR-Brille und weiß, dass das eigentlich, wird es von innen angesteuert oder von außen angesteuert? Wieder eine Spiegelung. Und das kannst du mit allen Sachen machen. Und jetzt ist es, jetzt komme ich eigentlich zu der Krankheit. Denk einmal an deine nächste Krankheit. Ich sage jetzt mal, du denkst jetzt einfach mal, du hast Zahnschmerzen. Oder dir tut das Kreuz weh. Ist der erste Satz, den ich immer wieder wiederhole, wer hundertprozentig das nicht mitkriegt, ist dein Kreuz oder dein Zahn. Weder dein Zahn hat Schmerzen, noch dein Kreuz hat Schmerzen, weil ausgedachte Dinge nicht mitbekommen, wie du sie denkst und dass du sie denkst. Kein Mensch, an den du jetzt denkst, kann sich heraussuchen, dass du ihn denkst, dass du ihn erschaffst und dass er so ist, wie er von dir gedacht wird. Das Eigenartige ist, dass du in der tiefen Überzeugung liegst, dass du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Zum Beispiel mit dem heliozentrischen Weltbild und mit der Ukraine-Krise. Und mit diesen absoluten Vollpfosten von Politikern, die ich dir zurzeit in deinem Traum einspiele. Und mit diesen absoluten Vollpfosten von angeblich weisen Menschen, die sich Wissenschaftler nennen. Alle freigesprochen, ein Dasein müssen. Also ich werde niemals, wenn ich ein bewusster Geist bin, irgendjemand, den ich mir ausdenke, vorwerfen, dass er genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Das ist der Trick, wenn du akzeptierst, dass du jetzt ein träumender Geist bist, erschaffst du die Dinge zwar, so wie ein Kugelschreiber ein Gedicht schreibt und ein Pinsel ein Bild malt, aber du kannst dir noch nicht raussuchen, was du erschaffst. Das ist der nächste Weg, da führt dich Holofeeling hin. Nur Holofeeling, nichts anderes. Und Holofeeling ist nichts für die Affen, die du dir ausdenkst. Auch nicht für den Affen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Weil das genauso ein geistlos nachäffender Affe ist, wie alle anderen Affen auch. Das muss dir bewusst werden. Diese Demut, die ich fordere, da kommst du mit Rechthaberei nicht weiter und dein Ego wird sich jetzt wehren. Ich verspreche dir, wenn du den Punkt jetzt erreicht hast, dass du dich so weit mit Holofeeling beschäftigt hast, dass dir das langsam bewusst wird, dass es so ist. Ich sage immer, schau einfach, was jetzt ist. Das Bewusstsein, das schaut, was jetzt da ist, hat auch gar nicht das Problem, entscheiden zu müssen, ob das richtig oder verkehrt oder gut oder böse ist. Du schaust, was ist jetzt da? Ja, das, was du jetzt denkst oder was du anschaust. Und dann erkennst du, dass es ein ständiger Wechsel von Informationen ist, wo du nicht den geringsten Einfluss drauf hast. Und sobald du dich angegriffen fühlst, macht alles dein Ego. Sobald du irgendwas nicht haben willst, dieses Liebe, deine Feinde ist unendlich wichtig. Bist du in einer Verteidigungsposition, die eine Einseitigkeit aufrechterhalten will? Ich weiß nicht, wie oft ich in Selbstgesprächen darauf hinweise, dieses Gefühl, was denken dann die Leute von mir? Sagst du mal, die Leute, die du dir jetzt ausdenkst, sind nur dann existent, wenn du sie denkst und dann existieren sie hier und jetzt in deinem Kopf. Und schon die Frage, was denken dann die Leute von mir, ist eine total dumme Frage, weil diese Leute, die du dir jetzt denkst, sind ein Gedanke, den du denkst. Ich sage immer, diese Köpfe sind wie Kisten. Mein Kistenbeispiel. Denk einmal an eine Kiste. Die Kiste entsteht erst in deinem Kopf, wenn du an eine Kiste denkst. Hochinteressant, wenn ich dich frage, aus welchem Material besteht die Kiste? Das Material entsteht erst, wenn du das Material denkst. Was ist in der Kiste drin, die du jetzt denkst? Das, was da drin ist, entsteht erst in dem Moment, wenn du es denkst, hier und jetzt. Es ist wie das Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Hättest du das wirklich verstanden, wäre all deine Angst, all deine Quellen von Angst, was zu verlieren, dass dir was passieren könnte, wären vom Tisch. Und man kann dann noch einen Schritt weiter gehen, wenn du dich jetzt fragst, was denken dann die Leute von mir? Wenn du erkannt hast, dass diese Leute es gar nicht gibt, wenn du sie nicht denkst und dass die definitiv nur das denken können, was du dir jetzt in die Leute hineindenkst. Und da kommt jetzt die Blindheit, wenn du mal wirklich jetzt ganz wertfrei neben dir stehst und diese Vorgänge beobachtest in dir, die ich in dir ablaufen lasse. Du bist ein träumender Geist und ich zwinge dich in einem gewissen Maß, dass du dir das anschauen musst, ob du willst oder nicht. Solange bis du verstanden hast, was du bist und was deine Gedanken sind.
dass es doch dumm ist zu fragen, was denken dann die Leute von mir? Würdest du dich das auch dann fragen, wenn du nicht eigentlich schon die Antwort wüsstest, dass die schlecht von dir denken könnten eventuell? Wenn dieses Gefühl, die können schlecht von mir denken, nicht in mir drin wäre, würde ich mir gar nicht die Frage stellen, was denken dann die Leute von mir? Da beginnt geistreiches Denken. Und jetzt ist es so, ich komme auf die Krankheit zurück. Sobald du jetzt ein Wehwehchen hast, wir sagen mal Kreuzschmerzen, Holger. Diese Kreuzschmerzen, wenn du das Wehwehchen hast, wirst du immer wieder feststellen, wenn du nicht an dein Kreuz denkst, wir sagen mal, das ist kein massiver Dauerschmerz, sondern das ist eine Einschränkung in der Bewegungsfähigkeit und jetzt sitzt du da und du grübelst über was nach, wie ich immer sage. Da ist auch kein Körper da, weil dein Körper ja erst dann da ist, wenn du an deinen Körper denkst. Passiert in deinem Traum immer wieder, dass du wieder nachschaust, du konzentrierst dich, du erschaffst dieses Kreuz oder die Hüfte oder was auch immer du Schmerzen hast und du schaust nach, ob es noch weh tut. Und in dem Moment, wo du nachschaust, ob es noch weh tut, ist das eine Gedankenwelle, wo du wieder bloß eine Seite anschaust und sagst, oh, die Schmerzen sind immer noch da, ich will die Schmerzen loswerden. Und jetzt wird ein Punkt kommen, wo du irgendwann einmal nachschaust, ob es noch weh tut und sagst, Gott sei Dank, jetzt bin ich gesund, jetzt tut es nicht mehr weh. Was dir dabei nicht klar ist, dass in dem Moment, es gibt ja bloß jetzt, die Krankheit immer noch da ist, so wie seltsamerweise jetzt, wir gehen einmal davon aus, im Hintergrund, ich interpretiere, dass dieses Gespräch während der Aufnahme, dass es hell war. Wie komme ich jetzt da drauf? Wenn ich jetzt das Bild vom Holger und vom Udo anschaue, können die eine Lampe laufen. Aber da ich jetzt das Bild von der Helene da habe und im Hintergrund der Fenster, wo es außen total hell ist, gehen wir mal davon aus, logisch konstruiert, dass das in der Vergangenheit am Dach aufgenommen wurde. Merkst du, das ist ganz bewusstes Beobachten der eigenen Informationen. Und wenn es jetzt hell ist, kann es ja jetzt nicht finster sein. Aber wie sieht es aus, wenn du das als Ganzes erklärst? Du siehst jetzt nur wieder die helle Hälfte, wenn du dir Gedanken machst, ist es hell oder finster, aber im selben Moment ist auch die finstere Hälfte da. Und würdest du jetzt dir das da außen finster denken, ist im selben Moment auch die helle Hälfte da. Und genauso verhält es sich, wenn du krank bist und du schaust immer wieder nach, ob du jetzt endlich gesund bist. Solange du dir Gedanken machst, ob das jetzt in Ordnung ist, ist es eigentlich auch nicht in Ordnung. Nimm mal das in Ordnung und nicht in Ordnung, gesund und krank. Und in dem Moment, wo du krank bist, ist es auch in Ordnung, weil es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellendorf. Das Problem ist das Entheiligen, weil du eine Seite anstrebst, hängst du in diesem Dilemma. Das ist mein Dilemma. Was an dem in der Mitte eigentlich überhaupt nichts verändert, der schaut. Der schaut, schaut einfach, was jetzt da ist. Und dann kannst du auch deine einseitigen Interpretationen anschauen. Deine eigenen oder irgendwie die Interpretation von irgendwelchen Figuren, die jetzt von dir gedacht werden, die natürlich nicht anders interpretieren können, wie du dir das denkst. Das gilt auch, wenn eine auf deiner Farbbrille auftaucht. Darum betone ich immer wieder, das, was der Udo dir jetzt erzählt, was ja gar kein Udo erzählt, sondern ein Lautsprecher erzählt, all diese Sachen existieren immer nur, auch die Person Udo hat jetzt die ganze Zeit existiert. Und jetzt kommt es, du konstruierst dir Vergangenheit ständig. Es ist jetzt, es ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und es wird kein anderer verstehen, hoffe ich nicht, dass das die anderen, wenn die anderen, ja, wenn die anderen das alle wissen. Es geht nicht um die anderen. Es geht überhaupt nicht um die anderen. Es dreht sich wie ein Kreis immer um dieselben Sachen. Und ich kann dir nur sagen, alles, was ich dir einspiele, jedes Lied, ich sage immer früher, selbst wenn du mir eine Magnitudensuppe gibst, du mir lesen es hin mit der Vordersprache, gibt es in einen komplett anderen Bereich. Es sind Märchengeschichten. Deine Zeitgeschichte sind Märchengeschichten. Löse dich zuerst einmal, dich mit deinen Gedanken von dir zu verwechseln. Das heißt, halte verdammt nochmal das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild vom Schöpfer. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Du bist ein Gotteskind, weil du mich jetzt sprechen hörst. Ich erkläre es nur denen, der mich jetzt sprechen hört. Das ist ein klares Zeichen, dass du Geist bist. Und alle, wo du dir ausdenkst, alle Menschen, alle Tiere, die du dir ausdenkst, sind nur Figuren in deinem Traum.
Es sind Existenzen, sind vergängliche Erscheinungen, die kriegen das nicht mit. Macht dir das noch so real erscheinen, wenn du selbst mit Schmerzen konfrontiert wirst? Du hast den Schmerz. Nicht dein Gehirn, nicht der Zorn. Wenn du mit dem Hammer auf deine Hand haust, die Hand kriegt es nicht mit, die hat auch keinen Schmerz. Wenn du Magenkrämpfe hast, dein Magen kriegt es nicht mit. Und das gilt auch für alle Tiere, die du dir denkst, die angeblich gequält werden. Dieser Trugschluss ist die Quelle von Leid. Wäre alles weg, wenn du weißt, was wüsstest, was ein träumender Geist ist und was seine Informationen sind. Den Traum erlebt bloß der Geist, der träumt. Und jetzt betone ich nochmal, diese einfache Erkenntnis beweise ich dir, wenn dein Intellekt es hergibt, dass du mir folgen willst. Steht in allen heiligen Schriften deiner Welt, gleichgültig in welcher Religion, vor welcher Religion wir jetzt reden. Wenn man das richtig übersetzt, ob du jetzt hier hinduistische Schriften, die Upanishaden übersetzt, ob du den Tenach, das Alte Testament oder das Neue Testament auf Griechisch übersetzt, ob wir in die große Weltreligion der Naturwissenschaften gehen. Die ganzen Formen in deinen Physik- und Chemiebüchern, wenn du die richtig im Gesamtkontext zu deuten weißt und nicht nur geistlos irgendeine geistlose Äußerung eines Affen, den du mein Lehrer, mein Professor nennst, der genauso seine Lehrer nachgeäfft hat, wie du die nachäffst. Sondern einmal zappere Audi selber zum Denken anfängst. Das machst du nur mit Holofeeling. Weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Holofeeling ist dein ureigenstes Wissen, von dem du überhaupt nichts mehr wissen willst. Aufgrund einer Arroganz, die du dir wie einen Virus eingefangen hast, ich habe Recht und du hast nicht Recht. Der Henkel ist rechts, nein, der Henkel ist links. Nein, der Henkel ist in der Mitte. Diese Arroganz, wo die Menschen ausstrahlen, da wirst du dann merken, dass sich was Neues in dir aufbaut, nämlich eine absolute Abneigung gegenüber diesen Figuren. Ist schon wieder eine Falle. Vorsicht, ich liebe deine Feinde. Ich sage, ich liebe all meine Tierchen. Und der Trick ist wieder so einfach, denk einfach an Romane. Mein Hannibal Lecter. Ich sage, die verschrobensten Charaktere sind doch die interessantesten. Es sind alles Märchengeschichten. Und beim Märchen ist das Wesentliche die Metapher. Wir schauen jetzt einmal ganz, ganz kurz in unseren Chat rein. Weil ich da heute Morgen, da wird zwar zurzeit viel gesappert, habe ich festgestellt. Sappern ist das Blaue von Zappere Audi. Aber es wächst und gedeiht. Machen wir bis hierher 7.28. Immer daran denken, was jetzt hier fett ist, ist eigentlich rot und das andere ist blau. Und jetzt genau aufgepasst. Ein bewusstes Gotteskind. Gott. Es Quadrat ist das Bewusstsein und das ist das Gotteskind. Ist Illet, hebräisch geschrieben, ist stets bemüht, den umfassenden 360-Grad-Blick um aufgespannte Gestaltwerdung blau, die von ihm selbst ausgedachte symbolische Tasse, herum, habe ich gerade erklärt, HR heißt die wahrgenommene Berechnung, heißt der Berg, wird zu einer aufgespannten Gestaltwerdung. Siehst natürlich immer nur eine Seite. Aufrecht zu halten. Aber alles Gott, das Nichts. Und TN schauen wir uns kurz an hier. Ansprüche stellen, aufladen, beanspruchen, behaupten, beladen. Vordere Gründe vorbringen, vorladen. Das ist eigentlich blau gelesen, die Spiegelung einer augenblicklichen Existenz. Rot kann man es lesen, dann ist dieser Reih, dieser Kopf des Schöpfergottes, im Mittelpunkt ist die Quelle allen Seins. Das Sein selbst, Sein heißt das Bewusstsein, das dann zu einem blauen Sein wird, zu einer Existenz in dem Moment, wo du dir was ausdenkst. Sehr simpel und einfach. Okay? Und das Recht, gehen wir mal in das DWS, das ist die Gesamtheit, das Gesetz, die Gesamtheit aller Gesetze, das ist Holofeeling. Diese vielen widersprüchlichen Meinungen und Richtungen werden zu einer einzigen, zu einem einzigen richtig. Dieses richtig, wenn ich das immer betone, im Klassischen schreibt man das so, richtig, das ist damit der absolute Mittelpunkt. Wir können das natürlich auch mit DIG schreiben, hebraisieren, gibt es zwar nicht das direkte Wort, es ist aber ein immer Dasein der Geist, Dasein der göttlicher Geist.
sehr interessant, im PL gelesen, heißt es das Schmücken von Buchstaben, das Ausschmücken von Buchstaben. Da haben wir die 413. So, hören wir mal ganz, ganz kurz da rein. Das kann ich laufen lassen, das dürfte keine Probleme geben in der heutigen Zeit der Zensur. Eli stets bemüht, den 360-Grad-Blick. Annalena Baerbock, aufgepasst. Aufgepasst! Ihr müsst bei jeder Kleinigkeit, und jetzt genau aufgepasst, bei jeder Kleinigkeit, ich erkläre dir, ich müsste tausende von Sätzen machen für ein kleines Wort. 60 Grad, den umfassenden Blick auf die Wirklichkeit zu werfen. Und in diesem Zusammenhang werde ich immer wieder auf die ganz entscheidende, auf dem Grunde wichtigste Erkenntnis des Lebens. Wie ich dick, wie ich in der Mitte. Du bist immer der Mittelpunkt, egal was du um dich herum ausdenkst, wo du dir das um dich herum räumlich oder zeitlich hindenkst. Es ist hier und jetzt deine Information und sie ist genauso, wie du sie denkst und sie ist, weil du sie denkst. Gleichgültig an was du denkst, auch jeder Mensch. Gestoßen, zurückgeworfen, darüber lesen sie nie etwas in den Zeitungen. Dafür viel zu viel über all die Fürchterlichkeiten, die sich die Menschen die immer... Die Zeit ist übrigens UNG blau gelesen, ist eine aufgespannte Existenz in deinem Gehirn. Das Gehirn ist natürlich auch ein Symbol. Ein Rechnungsführer, eine Rechenmaschine. Das ist das hebräische Wort für Gehirn. Da ist ein Zergehen. Interessant, ZR heißt zu Form werden. Und das ist immer eine geistige Eheexistenz zwischen dem Denker und dem, was er sich ausdenkt. Das ist ja alles eine gestaltaufgespannte Kollektion. Rot gelesen wäre es das Meer, in dem alles verbunden ist, in einem einzigen großen Kollektiv. Ich nenne das immer, dass in dir selber diese Baselstückchen ein Kontinuum sind. Ein Kontinuum ist ein lückenloser Zusammenhang, ein Zusammensetzen von vielen Einzelteilen, dass die in eine absolute Einheit eins werden. Ein Es, ein nicht existierendes Bewusstsein. Unendlich viel und nichts gleichzeitig. Wieder einbrocken, die Menschen sind Katastrophenverursacher, sie sind allerdings auch... Mensch, blau gelesen heißt Programme, fehlerhafte Programme, fehlerhafte Denksysteme, unvollkommene Programme sind Katastrophen. Auch zum Glück Katastrophenüberwinder. Das, was sie aber nie lesen, das ist die entscheidende Erkenntnis. Entscheiden heißt das Aufheben von Plus und Minus in die Mitte gehen. Überhaupt. Sie über deinem Kopf, über den Kopf von UB. UB ist El Hayom, das Meer über, Ü, U, doppelt aufgespannt, BR heißt das Äußere, über HUB, überhaupt. Das ist das Meer, El Hayom. Merkt ihr, dass jeder Satz, wenn ich sage, selbst die Magnitudensuppe, wenn du jetzt Vordersprache hast, alles prasselt auf dich ein mit diesem System. Das ist das Wunder. Lass mal das nochmal gut sein. Jetzt gibt es einen schönen Gedanken, ganz perfekt. Es gibt nur einen Geist, einen nicht existierenden Geistesfunken. Es, das ist immer diese Verbindung. Das heißt, es gibt nicht Geistesfunken 1, 2, 3, 4. Das habe ich oft erklärt. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn ich von Geistesfunken rede, ist es nicht ein quantitativer Plural, sondern Geistesfunken bezieht sich, wenn du vom Bücherregal stehst, sind alle Bücher für dich gleichzeitig. Alle Zahlen, egal was, erleben tust du erst was, das ist JCH. Erst was, wenn du ein Buch nimmst, aus das Buch rausziehst, dann musst du aus dem Buch eine Seite aufschlagen. Schau bitte das kleine Bild an. Da musst du aufklappen, dann hast du zwei Seiten. Und dann musst du jetzt eine Seite anschauen. Du musst schon wieder eine Seite weglassen, dann hast du viele Zahlen. Dann musst du viele weglassen, dich auf eine Seite fokussieren, musst du in der Zeile ein Wort raus fokussieren und aus dem Wort nochmal eine ganz bestimmte Vorstellung aufbauen. Das ist das Hineinfokussieren in eine unendlich große Kollektion. Das heißt ja vom Bücherregal, das ist JCH. Und in dem Moment, wo ich ein Leben durchlebe, ein Buch in die Hand nehme und eine Rolle spiele, eine ganz bestimmte Rolle, jetzt zum Beispiel, das ist ein Programm, wenn du jetzt an dich denkst, denkst du jetzt an den aktuellen Körper. Das heißt, du schaust in dein eigenes Lebensbuch hinein auf eine ganz bestimmte Seite. Wir sagen, das ist ein Lebensjahr, ganz bestimmten Moment, es ist eine Zeile, ein Wort.
Das ist eine Metapher, verstehe diese Metapher. Es gibt nicht viele Geistesformen, weil der Leser dieser Bücher ist immer derselbe Geist. Das heißt, es gibt nur einen allereinzigen Geist und so einen Geistesfunk wirst du, wenn du eine ganz bestimmte Rolle spielst, wenn du zum Lesen anfängst. Und ich gehe mal davon aus, dass du bei dir zu Hause auch ein Bücherregal mit einigen Büchern hast und da muss dir klar sein, wenn das Romane sind. Wir sagen mal, das sind Drehbücher von einem Schauspieler, der verschiedene Rollen spielt. Dass das immer derselbe Geist ist. Es wird nur eine andere Rolle, sobald du ein anderes Drehbuch durchlebst. Auf die Bühne des Lebens gehst du in eine andere Rolle, einen anderen Avatar spielst. Aber du bleibst immer derselbe Geist. Ein Schauspieler wird nie vergessen, wer er selbst ist. Und ich, OB, vergesse niemals, wer ich selbst bin. Jetzt, in diesem Moment, bin ich du. Zu Beginn des ersten Buch der Ohrenbohrungen. Ich bin du. Da steht es alles drin. Ich bin wirklich du. Ich bin der, der sich jetzt das da mal als Geist, das rote Ich, dieses Gespräch ausdenkt. Und ich denke mir jetzt hier diese Brösel aus, mich selber, und mir bleiben wir mal nur beim Udo. Ich denke ja mich genauso aus wie dem Udo. Der Udo ist jetzt nur ein Gedanke in meinem Kopf und ich kann mich materialisieren, weil ich ja die Möglichkeit habe, wenn ich an mich denke, durch dieses Programm mich zu realisieren, zu materialisieren. Aber dieses ganze Körpergefühl ist nur Information, genauso wie der Udo. Das habe ich so oft erklärt. Ich bin jetzt als Udo in dir aufgetaucht, um dir Geist, der du dir beide ausdenkst, dich selbst und den Udo, zu erklären, dass du der bist, der sich beide ausdenkt. Und ich bin der, der sich das jetzt denken lässt. Das ist der Formbücherregal. Das Prinzip wiederholt sich immer und immer wieder. Und wenn du das vergisst, wirst du leiden bis in alle Ewigkeit. Da haben wir jetzt nochmals eine mit der Tasse. Das stimmt übrigens alles schön. Das sind jetzt einmal Geistesfunken, die immer mehr begreifen, was sie selbst sind. Und machen wir mal nochmal so einen Udo-Eintrag. Das Ein-E-Bewusstsein. Hebräisiert, Bewusstsein ist nicht existierend. Das Wir-Geist. Ich vom Bücherregal und ich jetzt, wenn ich zum Lesen anfange, vergesse, wer ich eigentlich bin. Benutze viele verschiedene Denk- und Glaubenssysteme. Nochmal, das eine Bewusstsein, das heißt, wir Geist benutzen. Da habe ich ja eben vergessen. Nein, das eine Bewusstsein benutze viele verschiedene Denk-Glaubenssysteme. Die nenne ich auch Schwamminhalte, Programme und jetzt mache ich absichtlich Bücher. Zum Denken. Das heißt übrigens die Einheit geöffnete Existenz, Urteilen und Kenntnis das Fundament, F-Unter. Sich etwas überlegen und Lügen verbreiten auf Hebräisch. Das Denk-Glaubenssystem, das heißt das blaue Ich, das ist jetzt mein Intellekt. Der Intellekt, das Programm, beziehungsweise das Lebensbuch, das ich zurzeit durchlebe, das Drehbuch, das Ich, das eine absolute Bewusstsein, ich, das eine absolute Bewusstsein vorm Bücherregal. Zum Denken benutze bzw. lese dieses Programm, dieser Intellekt bestimmt, absolut. Welcher, jetzt habe ich das Chat weggelassen, hätte ich ja Chat noch mit reinmachen müssen, muss ich ausbessern. Ich war langsam senil. Chat an. Welcher Geistesfunk ich bin? Und welcher Mensch und welche Person, der Mensch ist keine Person. Ich brösel jetzt die Person zu sein Glaube. Und da haben wir jetzt Beschwörung. Aubi, die Schöpfung und aufgespannt, Polarität ist hebräisch die Beschwörungskunst. Immer wieder erwähne ich das. Ich Geist als Brösel spiele, ich bin Geistesfunk und ich bin UB. Das heißt, wir sind immer derselbe Geist. Der vom Bücherregal und wenn er zum Lesen anfängt, ist ein und derselbe Geist. Was jetzt hier natürlich sehr interessant ist, ich habe hier mal das Dahlia, mir lesen das Rot. Das heißt, im Geist geschlossen ist ein Licht, das ist Gott und das ist die Quintessenz. Das ist das göttliche Licht, das wir auch Energie nennen können. Und blau, Dali, H, ist ganz interessant, der Schöpfeimer. Das sind Schöpfen von Wassergedankenwellen. Kannst du mal das Dali eingeben? Und dann haben wir hier noch. Ein Levi, das heißt Löwin. Interessanter Löwe, selber männlich. Löwe ist ein Arier. Ari heißt nämlich auch Löwe. Das ist das eigene, das Löwe ist hier nicht korrekt übersetzt. Ari heißt Löwe und das ist der Magier, Zahlenwert 43. Wir sind dieser Magier. Das ist Dalia Lavi. Das heißt,
Dahlia Lavi wäre ich ein Buch. Text genau ohne, habe ich so oft gebracht. Da steht, ich bin du, ich bin nur ein Buch. So beginnt das Spiel mit Holofeeling. Meinst du, dass das alles Zufall ist? Ich bin wirklich der Schöpfer für all diese Programme. Das ist das große Wunder. Gott tritt in Erscheinung. Jahwes Licht und seine Schatten. Das sind Auszüge aus Schriften. Wir fahren noch mal runter, da kommt noch mal was. Unser Leben, wir sind er, der Erwachte. Es gibt nur diesen einen Geist. Unser Leben, heißt auseinandergeschmissene polare Existenz, ist ein ständiges Auf und Ab. Wieder zurück ins Meer, UB 86 Elayom. Ein ständiges Kommen, zusammengeschmissen, lateinisch Kommen, geurteilt. Lust, Minus. Und Gehen, geistige Ehe-Existenz. Das ist der Adam. Der Denker, der träumende Geist und seine Traumwelt, das ist die kümische Hochzeit. Wenn du das begreifst, das ist die wirkliche kümische Hochzeit. Und jetzt kommt ein Lied, da habe ich jetzt hier nur, ich habe den Text dran gestellt, Vers 5 ist die Quintessenz. Da heißt es, einer geht und einer kommt. Und neulich war es fast so weit, dass Z im Meer, der Geburtsgeber im Meer, war zurecht gemacht. Die geistige Macht. Alles schien bereit. Man muss da immer mitdenken, Ski heißt das Geschenk. Das auseinandergeschmissene Raumzeit ist ein Geschenk. Vom logischen Intellekt Ski schieben. Schien bereit. Schien. Schien bereit. Im Kopf des Schöpfergottes ist das alles. Doch diese Welt, die heißt Brandopfer, der polare Rand, war nie gerecht. Rot gelesen. Da ist es zurecht. Zu heißt Befehl. Hebräisch Zwaff. Und auch das Glück hält nie lang an. Denn das rote Gotteskind, das Kind, das nie und neu geboren war, das bist du. Das musst du erst noch werden, obwohl du es schon bist. Auf Erden. Du musst auf Erden noch werden, der du bist. Wer nicht stirbt, bevor der Stopp verdirbt. Da wird sich oberflächlich betrachtet überhaupt nichts in deinem Traum verändert. Da hast du was nach wie vor. Nach heißt ruhen, vor heißt vor dir, ständig in der Veränderung. Ständig wechselnde Informationen erleben, dass du begreifst jetzt, dass du verstehst, dass du dich selbst dabei nicht veränderst und noch nie verändert hast. Das ist das, was ich immer wieder darauf hinweise. Das ist kein ESO-Geschwätz. Das kannst du sofort überprüfen. Dass du immer derselbe Geist bist, egal welche Information du dir ausdenkst. Und dass du Informationen nicht am Leben erhalten kannst, weil jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Auch ein Satz, nur einen einzigen Satz, wenn du nicht mehr vergisst und verstanden hast, bist du befreit. Also das rote Gotteskind, das nie und neu geboren war, der Geber ist der Geburtsgeber. Da kommt der Engel Gabriel her. Das ist übrigens der den Jesus erschaffen hat in der Maria und Johannes den Täufern in der Elisiva. Und du bist dieser Geber für jeden Menschen, den du dir ausdenkst. Ist schon sehr heftig. Da muss man mal damit umgehen. Ja. Allerdings. Du bist der Schöpfer, der Zeuge, der Erzeuger von jedem Menschen, den du dir ausdenkst. Alles. Heliozentrisches Weltbild, Scheibenwelt, Physik, Wassermoleküle. Egal an was du denkst, du bist der Erzeuger von dem Zeug, du bist der Erzeuger und der Zeuge, weil du das unmittelbar sofort auf der Stelle überprüfen kannst, was du jetzt in dir erzeugst. Stimmt oder stimmt? Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Und alles, was du dir ausdenkst, auch ein Utopetsche, ist ein Dasein, müssen existieren, nur wenn du sie denkst. Wenn ich wiederkomme, das sage ich jetzt als JCH zu dir, werde ich wiedergeboren in deinen Geist und zwar deshalb, weil ich dich jetzt an den Udo denken lasse und du kannst dich nicht dagegen wehren. Wo ich mich aber jetzt nicht einmische, ist, dass du dir bewusst machen musst, wie empfindest du diesen Typen? Als Schwätzer, dann hast du nie richtig zugehört. Dann bist du so verblendet von deinem geistlos nachgeäfften Wissen, das du am Leben halten willst, dieses stochastische Denken. Die erste Frage, wo du dir stellen wirst, wenn du dich mit irgendwas auseinandersetzt in dir selber, und dich fokussierst auf einzelne Perspektiven, auf gewisse Internetseiten. Will ich das glauben? Finde ich das toll?
Oder will ich es vernichten und ist mir klar, dass das nur leeres Geschwätz ist? Die Schwuppler seien zum Beispiel. Oder die offiziellen, was ja eigentlich die hinderlichen Seiten heißt. Das offizielle Wissen deiner Welt ist ein hinderliches Wissen. Das ist das, was ist. Da kann ich tausendmal in Wörterbücher reingehen. Genau so ist es, Frau Lehrerin. Entgegentreten, im üblen Sinne in den Weg treten, etwas versperren. Ich sage mal, die katholische Kirche, der Papst ist der offizielle Stellvertreter Gottes auf Erden. Insbesondere physisch, politisch, geistig einer Sache im Weg hinderlich sein. Und jetzt kommen die Offiziellen, die gefälligen Dienstfertigen. Die Arschkriecher der Office, der Bürokratie, voller Diensteifer. Alle, ob das Polizisten sind, egal ob das Politiker, alle unterwerfen sich ihrer Partei, ihrem Parteibuch, ihren Richtersprüchen. Ich habe früher immer wieder in den 80er Jahren habe ich gesagt, was hat ein Richter in der Bundesrepublik Deutschland und ein Richter in der DDR und ein Richter im Nazireich gemeinsam? Sie halten sich an ungerechte Gesetze, die einseitige Auslegungen machen, die diktiert werden von einer Politik, die total verlogen ist. Es war noch nie anders und es wird bis in alle Ewigkeit so sein. Und ich öffne dir jetzt die Tür, dass du diesen Traum verlässt. Und du musst nichts tun. Als Brösel spielst du deine Rolle weiter. Das ist das Große. Mentis, Mens, Mentior, die Experimente etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mal bis hierher. Es trifft deinen Geist wie Lichter. Die Höhe meines Vermögens. Kennst du den? Ja. Das ist J, das ist das Udo. JBC-Baut. Das ist Gott. Und dazwischen, zwischen dem Gott und dem Udo, ist Dit. Dit. Ein Spiegel, ein Gott und ein Spiegel. Und jetzt kriegst du einen Entwurf. Etwas konzipieren. Ein Shinlam, einen Text, T, zwei Spiegel, X auseinandergerissen. Entwerfen. Entwerfen heißt aber, dass da gar nichts nach außen geworfen wird. Alles im polar erwachten Geist. Berg, habe ich gerade schon gesagt. Auftauchende Tritt. TT. Als Information in Erscheinung. Das heißt, als ein synthetisierte 3, da wissen wir jetzt T3, 4 Trinität, die aus zwei in sich selbst gespiegelten Spiegelungen besteht. Da ist Physik drin, ohne Ende, das Wissen deiner Menschheit und geistige Welten überragt. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Das sind so Kleinigkeiten. Und auch das Glück hält nie lang, denn das rote Gotteskind, das Neo geboren war, lag tot. Jetzt haben wir T-O-T, Kreisen zwischen den zwei Spiegeln, das hebräische Wort für Todesmutter, eine gestaltgewordene, aufgespannte Spiegelung. Im Muttersarm. Und jetzt haben wir die viele Möglichkeiten des Todes, das da mal hier. Unser Mut bzw. MT, das TRS habe ich jetzt einmal bekündigt, ich das auch anders setzen. Schau mal, was das ist. Du fängst an zu diskutieren und zu polemisieren, was richtig und was verkehrt ist. Dummes Kind, das um eine Einseitigkeit kämpft. Zum Beispiel gesund sein will oder reich sein will oder glücklich sein will. Das führt uns dann natürlich zwangsläufig. Das kommt weiter unten, habe ich so reingestellt, glaube ich. Die kann man jetzt nachschauen und da ist auch nochmal, wir können ja dieses Arm blau und rot lesen mit einem Aleph und mit einer 70. Wenn man es mit der 70 schreibt, hast du es klug. Das heißt wie Lügen. Da kommt dann dieses Lied, lasse ich jetzt nicht laufen. Und jetzt habe ich hier nochmal was Schönes. Wieder eine Internetseite, 163 Sekunden. Das sind übrigens 2 Minuten 43. Die 2 steht für E Quadrat. Das sind wir 2. Und die 43 für den Magier, ich und ich. Hören wir mal kurz hin, was der Meister sagt. Denk daran, wer ans Ende der Welt will, muss unter dem Meer hindurch. Könnt ihr mich jetzt hören? Ich bring dich heim, dich Geisteswogen. Hayom, El Hayom, UB 86.
Jetzt haben wir da nochmal was Schönes. Das ist der Zadik. Dieser Zadik ist ja der Gerechte auf Hebräisch. Das ist übrigens auch der Jupiter. Man muss unterscheiden, es gibt zwei Wörter für Jupiter im Hebräischen. Das ist einmal der Gatt, der Glücksgott. Der schreibt sich GD. Das ist der Glück, das Glücksgott, das ist der Jupiter. Das ist das Sternzeichen, das Symbol, der Gott Jupiter. Der römische Gott Jupiter, im Griechischen ist es der Zeus. Darum heißt es ja auch hier, das Manna, hier im alten Hebräischen, der Übersetzung, wo es dann, die Juden wollen ja nicht raus aus Ägypten, sagst du, die wollen ja da sein, wir sagen, wir haben da zwar nichts, wir werden geknüppelt, aber da haben wir, kriegen wir zumindest das Nötigste zum Essen. Und was sollen wir essen, wenn wir jetzt da weggehen? Und dann kommt dieses berühmte Mahn, das schreibt sich nur im N. Und was ist das? Es nimmt genau den Geschmack an, wie du das haben willst, wie du dir das denkst. Und es hat den Geschmack von Koriandersamen, heißt es hier in einer alten jüdischen Übersetzung. Koriandersamen, das ist den Geschmack des Glücksgottes, weil er in der Lage ist, sich alles so zu denken, wie er es haben will. Du hättest die Freiheit, dir alles so zu denken, wie du es haben willst, aber das ist nicht dieses Positivdenken, dass du dir alles schön denkst, sondern dass du dir das vollkommen denkst. Das heißt, du musst, um etwas vollkommen zu denken, schauen, was du zurzeit denkst, welche Einseitigkeit, und du musst das um 180 Grad drehen und die Gegenseite dazu denken, dass du in die Mitte kommst. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt das weitermache, ein I reinschiebe in den Zadik, dann ist es ein Gerechter, der Gerechte, der Gerechtfertiger. Das ist auch der Zadik. Das I kann man ja vor kalt draußen lassen, habe ich dir gerade gezeigt. Dann kriegst du den Totalwert 204, was rein zufällig der Pyramidenwert 492 ist. Dieser Zadik ist 400, rot ist der Immerseiende des Udo. Das ist Zebaut, Jahwe Zebaut. Das ist der Gerechte. Da kann man sich, du kannst es ja hersuchen, wenn du Holofeeling machst oder hier das stehen lassen, anhalten. So, und jetzt schauen wir mal. Einen Moment. Und jetzt starten wir hier mal bei 204 ein. Dasselbe Video von gerade. Hören wir mal, was da kommt. Und das ist auch die erfreulichste, die enthusiasmierendste, die begeisterndste. Man spricht zur Zeit in der Esoterik von der Wiedergeburt, des Wiederkommens des Christus. Aber ich sage jetzt nicht der Brösel. Der Brösel ist nie der Christus. Nochmal, Christus ist nicht eine Person. Sind wir auch darauf eingegangen? Ein Jesus von Nazareth ist eine Märchenfigur. Der Christus ist was ganz was anderes. Ach, Licht, die es überhaupt nur gibt. Überhaupt. Dass es eben eine positive Lebenskraft gibt, die das Tod. Rot positiv. Immer dran denken. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir diese Trinität, du musst die Trinität verstehen. Geh mal in Holger hier. Das ist das Große, die Synthese. Das heißt, die Liebe, rot, aus der Liebe entspringt Liebe und Hass. Das ist Plus und Minus. Ich weise immer wieder darauf hin, du darfst die blaue Liebe, die selektiv ist, nicht mit der roten Liebe verwechseln. Die ist beides. Und das Hassen ist das, was du hast. Heißt, Hass heißt von dir stößt. Du musst dir was ausdenken, dass du was hast. Das ist der Hass. Und Hass doppelt S ist gleich B. Ist haben. Und was du liebst, musst du auch hassen, weil sonst wärst du gar nicht da. Du musst es ja vor dich hinstellen. Blaue Liebe ist selektiv, bezieht sich immer auf irgendwelche Objekte, irgendwelche Erscheinungen, aber nicht auf das Ganze. Die rote Liebe ist allumfassend. Der Tag, 24 Stunden, ist Tag und Nacht. Jetzt wird es interessant. Der Frieden, Prieden, die Frucht des Paradieses, ist hier. Frieden steht für Aufbauen, für Aufblühen und der Krieg für die Zerstörung, dass wieder was Neues kommt, ein ewiger Kreislauf. Und das Wetter ist Sonnenschein und Regen. Das ist eine ganz einfache, diese Trinität wird von einer ganzen Menschheit nicht verstanden. Die wollen Liebe, die wollen Hell, die wollen Frieden. Und der Frieden, wo zurzeit demonstriert wird, ist nicht dieser Frieden. Das heißt, selbst wenn die ihren Frieden kriegen, kommt wieder ein Krieg. Vom Säugling bis zum Kreis. Jede Form von dir muss zerstört werden, dass du neue kriegst. Und jetzt ist es, dass du jetzt eventuell ein Kreis bist, G-Reihe S. Die Raube muss zerstört werden, dass sie ein Schmetterling wird. Das ist das Spiel des ewigen Lebens.
So, jetzt lassen wir es gut sein. Kleinen Moment. Wo müssen wir hin? Bisschen höher. Ja. Ich suche und suche. Ja, ich alter Mann, komme in den Computer, nimm mal so mit. Ich habe wieder dasselbe erzählt, es geht nur, ja. Du musst das machen, wiederhole es. Ich kann dir nur eins anordnen, jedes Buch, das du liest, jedes Buch, jeden Film, den du dir anschaust, Netflix-Serie, hat alles seine Zeit, wenn du da noch den Fokus drauf hast, da ist auch alles voller Holofiedel. Ja. Aber es ist verlorene Zeit, weil du das nicht verstehst, weil du es einseitig auslegst. Das heißt, es wäre sinnvoller, diese Zeit dazu benutzen, sich die Vordersprache anzueignen. Und dann, wenn du dieselben Bücher liest und dieselben Filme anschaust, sind die komplett anders. Weil du nämlich diese einseitigen Währungen komplett überwunden hast. Du siehst die aus einem heiligen Aspekt heraus. Es ist eine vollkommen neue Qualität des Denkens. Es wird sich vollkommen neue Informationen in dir aufbauen. Und da ist einfach Wissen, du arbeitest jetzt mit deinem Intellekt. Das ist immer wieder mein Beispiel, wo ich wirklich, wenn man jetzt jünger ist, kennt man sich zumindest ansatzweise mit Computer aus. Wobei natürlich jetzt die Handy-Generation der Jungen, die nur an den Handys sitzen, mit den ganzen, ob das TikTok ist, ob das Insta, ich bin bei Insta, ich bin bei Facebook, es ist die totale Verdummung der Menschheit, das habe ich zigfach schon gesagt. Wohlgemerkt, es ist nichts verkehrt gelaufen. Du bist ja auf Führerscheinprüfungsbogen da auf dem Weg. Und da müssen die durch. Mhm. Es ist auch, wenn man jung ist, ist es vollkommen okay, dass man auf Konzerte geht. Habe ich in einer der letzten Selbstgespräche, habe ich diesen Affenkäfig, wie sich diese Techno-Disco nennt und die Uze über Hospitalismus. Du bist eine Clique, ob mir die jetzt ultraorthodoxe Juden nennen, die an der Klagemauer stehen und sich uniformieren, ob du auf ein Rockkonzert nach Wacken gehst, dich schwarz anziehst und die Bommeskabel machst. Das sind uniformierte Menschen, die mit ihrem Ausdruck von ihrer Kleidung, ihrem Leid, ganz klar die Gruppierung, wo sie dazugehören, definieren. Oder du ziehst dir rosane Gewänder an, setzt dich in ein Kloster und machst Murmel, 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 Murmel. Es ist vollkommen gleichgültig. Das ist eine Qualität, geistige Entwicklung, die in deinem Traum nur symbolische Bilder darstellen. Den Traum erlebst sowieso bloß du Geist. Und wenn du mit dem Alleinsein noch nicht fertig wirst, weil du die Reife nicht hast, mach dir keine Gedanken. Wenn du Geist bist, du bist ewig. Genieße es, soweit du es genießen kannst. Du wirst getrieben von deinen Wünschen und von deinen Abneigungen, von deinen Ängsten. All das treibt dich an, das macht alles dein Programm. Und du wirst irgendwann einmal nur noch ein Bestreben in dir tragen, das zu durchschauen. Komplett zu durchschauen. Was ist der Sinn des Lebens? Und diese Frage beginnt, sagst du mal, mit was bin ich selbst und was sind meine Gedanken? Und dann kannst du sofort feststellen, dass ich bin im Meer. Ich bin immer. Meine ich jetzt das Meer, das ich mir ausdenke, oder meine ich den Zustand eines ewigen Jetzt? Und alles, was ich denke, ist immer nur, wenn ich es denke. Oder wenn ich es anschaue, sinnlich wahrgenommen. Und egal, wo ich mir das hindenke, es kann nur hier und jetzt meine Information sein. Das ist der Trick übrigens in der Einstein-Formel. Wenn sich in dieser Formel was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, ich wiederhole das nochmal, sagt diese Formel ganz klipp und klar aus, dass wenn man nach der Zeit schaut, die können wir ja umstellen, dass die Zeit ewig wird. Jetzt ist das Problem, sobald du an Ewigkeit denkst, machst du es so. Nein, die Ewigkeit ist jetzt. Es ist ein ewiges Jetzt, weil alles jetzt ist auf der tiefen Ebene, ich sage das Internet, alle dort sind jetzt. Und wenn wir da reinschauen in das Internet, blitzen in uns immer das, was wir anschauen, jetzt auf. Das ist die Ewigkeit. Und der Raum, der fällt in einem Punkt zusammen. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Ja. Weil immer alles hier ist. Hieros, heilig. Da haben wir jetzt, können wir rot und blau lesen. Ja. Und wenn wir da die Masse noch mit dazu machen in der Formel, dann wird die unendlich groß. Mhm. Aber Masse im Asse, wissen wir, heißt, das kommt vom Tun, Machen, Handeln, wenn wir es hinpreisieren. Unser Tun und unser Machen wird unendlich Geros. Der Geist ist Sus, Jesus. Und die Kleinsten, die Kol, Einsen, Kol heißt alles. Alles in dem einen wird zum Geist, der alles ist.
Das ist kein wüstes, Esoterik-Gebrabbel von irgendeiner einseitig ausgelegten Religion, das ist das, was ist. Das ist das Geschenk von Holophilic. Und nochmal, du musst nichts tun, nirgends eintreten, nirgends austreten. Was ich mir wünsche, ist einzig, dass du ganz bewusst dich cut, immer wieder ins Jetzt wirst und jetzt schaust, was jetzt da ist. Und wie extrem du dich entgeistigst und selbst manipulieren lässt, wenn du nur irgendwas, was irgendwelche Figuren in dir auftauchen, wenn du das geistlos nachblabberst. Diese subliminale Beeinflussung ist so massiv, wenn ich dich darauf hinweise, wie man sich selber verarscht, wenn Pixelbildchen da sind, ob das Fußballer sind oder Nachrichtensprecher. Dieser Glaube, der Bruch des zweiten Gebotes, dass die unabhängig von dir da außen existieren. Es gibt kein unabhängig vom träumenden Geist existierendes, egal an was du denkst. Es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Es gibt auch keine materiellen, wahrgenommenen, sinnlich wahrgenommenen Informationen ohne den, der das in sich erschafft und anschaut. Das ist das Geheimnis aller Religionen und der Naturwissenschaft. Ich habe dir gerade erklärt, selbst die Einstein-Formel, wenn man die anschaut, da gibt es ja nichts zu tun. Ich betrachte das Ganze arithmetisch. Ari, wir waren gerade bei dem Arier, bei der Dalia Lavi. Dieses mein Beispiel mit dem Bing, wo ich sage, da hast du hier wieder zwei Vorstellungen, wieso entstehen jetzt da Schallwellen? Du äffst das nach, was man dir in der Schule erzählt hat. Und ich sage dann immer wieder, jetzt musst du dich entscheiden, entweder stimmt die Physik, die man dir erklärt hat, oder die Arithmetik stimmt nicht. Dann bringe ich dir aber wieder Mathematikprofessoren im Wenz von Hamburg, der tolle Mathematikvorlesungen macht, der dann doch dir das wieder erklärt, weil er geistlos nachäfft. So wie sie dir dann zum Beispiel nachäffen, dass sie sagen, ja, die Primzahlen beginnen bei 2 und die anderen sagen, nein, die beginnen bei 1. Nein, ich habe in der Schule gelernt, dass. Man achte auf meine Worte. Ich habe in der Schule gelernt, dass es so ist. Das stimmt nicht, was du behauptest. Jetzt ist die Frage, in was für ein Jahrhundert befindest du dich jetzt? Nochmal die Bücher, die Lebensbücher vom Mittelalter bis in die Zukunft Science Fiction stehen alle gleichzeitig hier und jetzt in dem Regal. Welches liest du zurzeit? Wo denkst du dich hin? Bist du Ritter im Mittelalter oder bist du jetzt was auch immer? Schau einfach. Mein kleiner Satz, dann, wenn du normalerweise Paracelsus-Schriften liest, die voller Weisheit, göttlicher Weisheit riefen oder die Luther-Übersetzung im Original, da sagst du doch auch nicht, das brauchst du gar nicht lesen, der Idiot kann ja nicht einmal richtig recht schreiben. Dass es da vielleicht auch andere Regeln gibt, die für dich unlogisch sind, weil man dir das nicht beigebracht hat. Ja, genau. Du sperrst dich in das Gefängnis deines geistlos nachgeäfften Wissens ein. Und mit Rechthaberei kommst du nicht weiter. Darum betone ich immer wieder, als Udo, du wirst von mir niemals hören, egal was irgendein Mensch behauptet, den du dir jetzt ausdenkst, der in dir in Erscheinung tritt, dass das nicht stimmt, was er behauptet. Es ist ein winzig kleines Puzzlestückchen von diesem unendlichen heiligen Ganzen. Und das verwechselt er mit dem Ganzen. Jetzt sei doch mal ehrlich, ich sage verdammt nochmal, sei einfach einmal ehrlich. Ist nicht das, was du geistlos aus dem Internet nachäffst, diese Seiten, mögen das jetzt offizielle Seiten sein oder Schwuppler-Seiten sein? Erscheint dir das nicht vollkommen logisch und das andere zwangsläufig vollkommen unlogisch? Und wie oft soll ich jetzt noch sagen, egal welche Seite du mir als Beweis bringst, mag das ein Physikbuch, ein Chemiebuch oder sonst was sein. Ich zeige dir 1000 Seiten im Internet oder in Büchern, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Das ist die Erkenntnis der Tasse. Frag dich zuerst einmal, was das heilige Ganze ist. Ganz einfache Antwort. Ich, wenn ich Holofeeling verstanden habe. Ich selbst. Ich selbst bin das heilige Ganze. Und was ich zu sehen bekomme, was ich mir ausdenke, da steckt das Wort Ehe drin. Da darf ich kein Puzzlestück von mir stoßen. Das ist das Gegenteil von S-E-H-N, von Sehen. Das muss ich wieder zurücknehmen. Du musst alles zum Fressen gern haben. Auch Tiere und Fleisch. Becher. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Das ist ein Einswerdungsprozess. Dass ich immer wieder sage, das, was irgendwas Wesen, das irgendwas auffrisst, macht sich mit dem, was aufgefressen wird, eins. Jetzt bringen wir irgendwelche schizophrenen Vegetarier, die so triefen voller Feindbilder.
und voller Hass gegenüber diese Fleischfresser. Ich hab dich zum Fressen gern. Sexualität, die Verschmelzung im Orgasmus ist ein Einswerdeprozess. Ich will eins werden mit dir. Und die sagen, ja, mit Pflanzen will ich eins werden, aber mit dem will ich nicht. Das will ich nicht haben, das will ich nicht haben, das ist böse. Die Tiere müssen ja leiden. Würdest du das Tier auch selber schlachten? Das sind so dieses geistlos nachgeäffte Geschwätz. Du merkst gar nicht, was du nachäffst. Sagst du mal, baust du Feindbilder auf, weil du meinst, irgendein Gedanke von dir, den du dir denkst, könnte leiden. Der Einzige, der leiden muss, das bist du selbst aufgrund eines fehlerhaften Glaubens. Du bist der Einzige, der leidet, weil den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du kannst es von einem Moment zum anderen abstellen, indem du einfach nur im tiefsten Innern weißt, alles, was in mir auftaucht, sind Holo-Feeling, sind Teile von mir selber. Da brauche ich kein Wissen, da muss ich Bewusstsein sein. Und wenn ich wieder anfange zu diskutieren mit irgendwelchen Menschen, ich muss mich dabei erwischen, dass ich wieder eine Einseitigkeit vertrete. Und es ist so schwer, der Trick, dich sofort zu halten, ist, dass du dir jetzt denkst, ich bin der Computer, in mir läuft das Programm, ich sehe jetzt die Seite, ich sehe, dass das Ding keinen Henkel hat. Und jetzt kommt einer und behauptet, es hat einen Henkel, es gibt einen Gott. Wir können das umdrehen, ich sehe einen Henkel und einer behauptet, es existiert nicht. Dass wenn ich jetzt in mir die Logik vom anderen laufen hätte, den anderen Schwamminhalt hätte, würden mir die Haare zu Berge stehen im Angesicht dessen, was ich jetzt als richtig ansehe. Du musst nur das verstanden, wenn alle hier streiten, die Moslems, die Christen, egal was. Mach dir doch Gedanken, kann ich es beschweren? Kann ich beschweren, dass er Jesus gekreuzigt wurde oder dass er nicht gekreuzigt wurde? Ich äff doch nur eine, das ist der Virus, das ist die Quelle der Krankheit. Ja, genau. Ja. Oder auch den Körper möglichst lange am Leben zu halten. Was meinst du, wie frei du bist, wenn du keine Angst mehr hast, deinen Körper zu verlieren? Weil du verstanden hast, dass du dieser Körper gar nicht bist. Ja, bist du sehr wohl in dem Moment, wo du an den Körper denkst. Holo-Feeling heißt das Gefühl, alles zu sein, was ich denke. 200 Gramm Rotlichtknete verändert ständig ihre Form. Heißt, ein träumender Geist verändert ständig seine Information. Und egal, was er denkt, das sind kleine Puzzlestücke von ihm selbst. Ändert aber nichts an der 200 Gramm Rotlichtknete. Energie, E-Quadrat, ist M mal C hoch 4, verändert ständig die Masse, nochmal, Asse ist Esse, Masse heißt tun, machen, handeln, das Handeln. Das ist Denken. Ich denke ständig an was anderes. Und das, was ich denke, diese Faktum, dieses Fagere, Lateinisch, verändert ständig meine Information. Das ist ein Faktum. Und das, was ich denke, bin ich jetzt in dem Moment. Von Augenblick zu Augenblick. Habe ich als Jesus nicht gesagt, nehme ein Holz und spalte das Holz und du siehst mich. Das hebräische Wort für Holz ist Etz. Das schreibt sich nur 70-90 und blau gelesen heißt es eine augenblickliche Erscheinung. Geburt. Nimm einen Stein und du siehst mich. Das hebräische Wort für Stein ist eben. Deutsch, 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 Ibri. Das ist die Vatersprache. Okay. Und jetzt lassen wir es gut sein. Und was sagen wir am Ende immer dieser Geschichten? Batsch.